Schaut aber so semi-gut aus. Ja, grüß euch und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute mal wieder auf einer Art Feierabendtour unterwegs. Ich bin nachmittags aufgebrochen und zwar befinde ich mich genau heute im Tannheimer Tal und zwar auf dem Lumberger Grat oder Lumberggrat auf dem Weg zum Seichenkopf. Ich glaube, man kann ihn hinter mir erkennen. Da ist er. Ob ich es tatsächlich geschafft habe oder ob ich vorher umdrehen musste, werdet ihr gleich in dem Video erfahren. Dann wünsche ich aber euch jetzt schon mal viel Spaß beim Zusehen und bis gleich. Achtung fürs Neujöchel. Thank you.
So, jetzt sieht man also schön den Gratverlauf. Das heißt, man hält sich tatsächlich immer oberhalb, dann hinten bis zum Berg. Schaut aber so semi gut aus. Das heißt, man kann vielleicht nicht direkt am Grat gehen, sondern muss dann immer nordseitig von queren. Aber das schauen wir uns einfach mal an. So, und hier, oder ein Stückchen weit unten, geht es jetzt dann auf den Lumberggrat. Loch. Und das ist der weite Weg. Ganz kurz. So geht's weiter. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder an dem kleinen netten Kreuz zurück und tatsächlich musste ich die Tour abbrechen. Es hat mehrere Gründe, warum ich die Tour jetzt abgebrochen habe. Ein Grund ist, ich bin immer noch nicht hundertprozentig fit. Ich habe vor 3 Wochen war es, glaube ich, 2,5, 3 Wochen, war ich erst mit einer Magen-Darm-Grippe komplett flach gelegen und dann hat sich noch ein saublöder Husten eingeschlichen, den ich immer noch nicht loswerde und das nagt also extrem. Und ich bin einfach nur nicht fit und so ist es eine für mich momentan anstrengende Tour. Dazu kommt, was ich hier unten schon ein bisschen befürchtet habe, dass die Bedingungen wirklich nicht optimal sind, denn es hat relativ viel Schnee, es ist relativ sulzig und das Problem war jetzt auch die letzten Tage, die letzten Wochen. Wir hatten extrem merkwürdiges Wetter, würde ich schon fast sagen. Wir haben jetzt Anfang April
Und das Wetter hat sich immer abgewechselt zwischen Schneefall und 25 Grad. Das heißt, es hat extrem weggetaut, hat unterspült, Neuschnee kam drauf. Und dadurch ist das Ganze also, weil es heute auch wieder so warm war, extrem sulzig zu laufen. Und so bin ich dann darüber, da wo es steiler wird, bei jedem zweiten Schritt bis zur Hüfte eingebrochen. Und man ist dann unglaublich langsam unterwegs. Es ist anstrengend, gerade wenn man nicht fit ist. Und vor allem, was auch noch mit ein Hauptgrund ist, man braucht unfassbar lange, bis man da vorankommt. Wenn es jetzt zu einer gewissen Uhrzeit ist, wenn man fit ist, kann man sich da durchquälen, wenn man das möchte, auch wenn es keinen Spaß macht. Aber wie gesagt, ich bin nachmittags unterwegs und ich wollte es einfach probieren. Ich habe es ja unten schon mal erwähnt. Mal schauen, ob es geht. Aber ich bin zu langsam und erreiche die mir gesetzten Ziele zu einer gewissen Zeit einfach nicht. Und dann heißt es einfach vorzeitig abbrechen. Und das werde ich hiermit auch tun. Ich mache jetzt hier noch eine kleine Pause. Ich habe aber dennoch eine kleine Idee, was ich noch machen könnte. Das, glaube ich, bietet sich ganz gut an. Ich muss bloß noch eine geeignete Stelle finden. Aber dazu werde ich ein eigenes Video machen. Und da sehen wir uns tatsächlich an einer anderen Stelle wieder. Ich würde aber sagen, der Grat ist tatsächlich eigentlich eine schöne Wanderung. Und wir schauen uns das Ganze dann nochmal im Sommer an, wie es dann da weitergeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Sommer hoffentlich ohne Schnee gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, Winter, der Winter ist vorbei. Wir haben es jetzt Ende Juni und naja, dieses Jahr ist ja allgemein etwas Besonderes. Aber ich bin jetzt wieder zurück und möchte die Tour, also den Nürnberger Grat, jetzt beenden. Das letzte Mal bin ich ja noch ungefähr bis daher gekommen und darunter war es dann von den Schneebedingungen zu blöd. Ich habe es ja gerade oder damals erklärt und jetzt möchte ich einfach die Tour ohne Schnee vollenden und ja, weiterhin viel Spaß beim Begleiten und bis gleich. So, hier war das letzte Mal Schluss. Hier bin ich also immer sehr weit eingebrochen und da wollte ich also da dann nicht mehr weitergehen. Jetzt haben wir es dann bald geschafft. Also immer schön weiter. Our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home.
unten, jetzt kann man es gerade nicht mehr sehen, da sieht man es laufen, ein, zwei Gämsle. Mal nehme ich mein Helmband wieder mit für sowas oder Kopfband, das heißt darum und wieder geklettere durch die Latschen nach oben. So, das ist also der Gipfel des Seichenkopfes. Da werde ich jetzt eine kurze Pause Brotzeit machen und übrigens empfiehlt es sich immer, eine Schokolade bei warmem Wetter nicht ins Deckelfach zu legen. Jetzt ist es eine Trinkschokolade. Aber ich zeige euch schon mal den Rückweg. Natürlich kann man ganz normal am Grat entlang wieder den Weg zurück antreten. Dann könnte man zum Fürstner Jöchel und zum Beispiel die Skipiste runter oder weiter noch zur Läuferspitze und so weiter. Das heißt, da kann man die Tour super anbauen. Ich möchte aber heute die Tour nicht weiter anbauen, denn wie man sieht, das Wetter ist ein bisschen instabil und es sind auch Gewitter vorhergesagt in 2 bis 3 Stunden. Deswegen werde ich mich dann für eine kürzere Variante entscheiden. Das heißt, man sieht hier diesen flachen Ausschnitt, dann kann man hier weglos absteigen, ist relativ flach und kommt dann oben
mit ein bisschen hoch runter durch die Latschen, wieder unten bei der Alpe raus. Das heißt hier raus und dann ein Stück vom Grener Höhenweg und dann absteigen. Das war der Hochweg. Zurück zum Auto. Es wird ungefähr ein bisschen über eine Stunde dauern. Aber jetzt mache ich erstmal Brotzeit und beim Abstieg seid ihr ja wieder etwas dabei. Schon wieder durch. Stücke wieder und weiter. So, aus den Latschen raus, wieder weiter auf Gras, Gott sei Dank. Meine Hände kleben und ein bisschen aufgescheuert. Aber hier sieht man dann den Runterweg. Und jetzt sind wir wieder auf dem Grener Höhenweg bei der Siebenalpe. Und jetzt geht es wieder auf dem Weg zurück zum Auto. Ja, das war also der Lumberger Gras vom Parkplatz Bad Kissinger Hütte in Richtung Siebenalpe, dann zum Füssner Jöchel und dann weglos den Grat zum Seichenkopf und wieder Retoure. Ja, nicht ganz aufs erste Mal, sondern auf den zweiten Versuch. Im Hintergrund sieht man noch ein Stück vom Grat. Aber hat ja dann doch noch geklappt. An und für sich eine sehr schöne Tour. Ich mag es sehr gerne, auch wenn man am Ende zum Seichenkopf sich durch die Latschen kämpfen muss. Das ist etwas unangenehm, aber schön. Die Tour ist nicht schwer, dennoch ist es keine Anfängertour. Und ich würde es nur jemandem empfehlen, der schon eine gewisse Erfahrung im Bergwandern, Bergsteigen hat. Die Wegfindung ist eigentlich relativ simpel, relativ klar. Hier und da sind Steigspuren erkennbar und die Tour verläuft überwiegend im nicht absturzgefährdeten Gelände. Und auch wirkliche Kletterstellen sind eigentlich nicht vorhanden. Hier und da benötigt es mal eine kurze Hand. Deswegen Stöcke vielleicht wegpacken, aber ansonsten Kletterstellen würde ich sagen, nee, also ein Einser ist es nicht. Aber ihr habt es gesehen, hier und da, gerade am Ende Richtung Seichenkopf, gibt es doch ausgesetzte Stellen, wo ein Abrutschen eher ungut endet. Und deswegen ist es also keine Anfängertour. Ich werde euch den GPX-Track und die Tourenbeschreibung natürlich, oder die findet ihr auf meinem Autoactive-Profil, den Link dazu in der Videobeschreibung. Ich werde aber den Track ein bisschen ummodeln und werde euch, ja, wer möchte, auf dem Gradweg zurück in Richtung Füssner Jöchel lotsen. Wer die Abkürzung machen möchte, Sommer wie Winter, das sei dann jedem selber überlassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Freude beim Zusehen. Falls ihr Fragen zur Tour haben solltet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde es euch beantworten. Es gibt natürlich auch noch den einen oder anderen schwereren Weg zum Seichenkopf, zum Beispiel über den Nordanstieg. Werde ich vielleicht auch mal machen als Video. Mal gucken. Ja, und ja, bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viel zum sagen, außer bleibt sicher am Berg unterwegs und ja, vielleicht sieht man sich mal am Berg. Also macht es gut. Servus.